Und deshalb möchte ich heute Morgen mit dir mal darüber sprechen, wie du es dir jetzt wieder aneignen kannst, dich selbst wahrzunehmen, beziehungsweise überhaupt in die Wahrnehmung zu kommen. Und ich bin ja immer ein Freund von einfachen und leichten Dingen, also leicht umzusetzbaren Dingen, die aber sehr wirkungsvoll sind. Und wir wissen eigentlich alle, auch du weißt das, wo deine Wahrnehmung hockt, nämlich im Bauch. Du kennst den Spruch, hätte ich doch nur auf meinen Bauch gehört. Wir sind hier so sehr verstandesmäßig einfach orientiert, im sogenannten Beta-Zustand, im Außen orientiert. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Dieser Tag ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir zur Seelenfreude-Challenge, Tag 3 heute. Heute beschäftigen wir uns mit der Bauchatmung und ich werde dir auch gleich ein bisschen was dazu erzählen, warum das so sinnvoll, unterstützend und hilfreich ist. Mal schauen, wer hier jetzt heute Morgen so ganz früh schon live hier mit reinkommt. Mal schauen, ob mein Smartphone mir das anzeigt. Das ist ja hier nicht immer der Fall, dass man es angezeigt bekommt. Facebook hat da so ein Eigenleben manchmal. Ja, mal zuerst eine Frage an dich. Wie geht's dir denn? Wie war es gestern? Hast du nochmal einen Gedankenstopp gemacht? Hast du die Übung von gestern nochmal gemacht, um deine Gedanken zu stoppen? Was hast du an Erfahrungen gemacht? Schreib es mir doch mal gerne ins Kommentarfeld rein. Ich gehe da gern drauf ein. Überhaupt, wenn du Fragen hast, schreib es mir jeweils rein und ich schaue da auch. Und ja, gib dir gerne Feedback. Ich sehe, ich habe Zuschauer inzwischen, habe auch schon Daumen hoch und Herzen geerntet. Vielen, vielen Dank, freut mich. Damit weiß ich dann auch gleichzeitig, dass ich hier gut zu sehen und zu hören bin. Ja, nochmals einen wunderschönen guten Morgen. Heute möchte ich mit dir über die Bauchatmung sprechen. Warum? Warum Bauchatmung? Wenn ich jemanden frage, und mir ging es ja früher auch so, was willst du denn in deinem Leben wirklich? Dann ist oftmals so ein großes Fragezeichen da. Ja, was will ich denn eigentlich wirklich? Ich wusste früher auch tausend Dinge, die ich nicht mehr haben wollte in meinem Leben. Gefühlt tausend Dinge. Hallo, liebe Evelyn mit Y, einen wunderschönen guten Morgen. Und hallo, liebe Evelyn mit I, einen wunderschönen guten Morgen auch zu dir. Ja. Das ist so ein großes Thema. Viele wissen genau, was sie nicht in ihrem Leben wollen und können ad hoc gefühlt tausend Dinge aufzählen, konnte ich früher auch. Aber mal genau zu wissen, was ich denn eigentlich will in meinem Leben, da war ich genauso ratlos. Und das merke ich auch immer in Gesprächen mit wunderbaren Kundinnen, wenn ich sie dazu einlade, mal, dass wir mal eine Minute oder 2 Minuten lang mal gemeinsam mal wieder groß träumen und dich dazu einlade, mal das optimale Leben aufzuschreiben, wie das Leben zum Beispiel in einem oder in 3 oder in 5 Jahren ausschaut. Das fällt so schwer, in der Richtung mal zu denken oder zu träumen. Das geht immer in Sekundenschnelle wieder zurück ins jetzige Leben, in die jetzigen Probleme, in das, was jetzt alles da ist und was man nicht haben will. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hilke. Ganz, ganz liebe Grüße auch zu dir. Schön, dass du da bist. Ja, und das hängt einfach damit zusammen, dass man uns das nie gelehrt hat. Man hat uns nicht beigebracht, auf das Herz zu lauschen. Man hat uns nicht beigebracht, die leisen Botschaften der Seele wahrzunehmen. Man hat uns nicht beigebracht, uns selbst mal wahrzunehmen, liebevoll wahrzunehmen. So, als kleine Kinder, morgens mit großen Augen sind wir aus dem Bett gehüpft, konnten die Welt entdecken, konnten alles haben oder sein, konnten alles kreieren. Vielleicht erinnerst du dich an kleine Kinder, wenn die, ja, wenn ich an mich früher denke, meine Kinder, wenn ich in der Küche war und habe irgendwie ja, Essen zubereitet. Das Interessanteste für die Kinder war, die Dinge aus dem Schrank auszuräumen und mit Kochtöpfen und Schüsseln zu spielen und Essen zu kreieren und Mama, probier mal hier, probier mal das. Mit unendlicher Fantasie waren wir als Kinder unterwegs.
Bis dann eben, danke liebe Evelyn, bis dann eben das Umfeld kam, die gut gemeinte Erziehung, und da ganz viele Schleier über uns gelegt wurden. Und ich kann mich gerade noch so gut an eine Situation erinnern, wo jemand, ein Familienmitglied, ist ja jetzt schon lange her, mir gesagt hat, ich müsste meine Kinder mal ein bisschen besser erziehen. Und so ad hoc hat es aus mir gesprochen und ich habe gesagt, meine Kinder brauchen Entwicklung, aber keine Erziehung. Und das ist all das, was uns in die Quere gekommen ist. Und das ist jetzt keine Elternschelte oder irgendwie bös gemeint. Die Eltern haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Und weil sie ja letzten Endes auch verletzte Kinder waren. Also sie wollten uns mit Sicherheit das Beste weitergeben, dass wir das Beste aus unserem Leben machen. Aber wir haben nun mal auch vieles unbewusst von den Eltern übernommen, diese ganzen Mangelprägungen, dass es in vielen Bereichen einen Mangel gibt. Gerade Geldmangel ist so ein großes Thema. Und was weiß ich, was nicht alles so an Mangel uns dabei gebracht wurde, beziehungsweise wir übernommen haben. Und als wir dann in die Schule gekommen sind, spätestens am dritten Tag, hat der Lehrer uns auch klar gemacht, mit Tagträumen und Rumfantasieren ist jetzt bitte mal absolut Schluss, hier vorne spielt die Musik. Ja? Und so sind wir dann heute als erwachsene Frau, als erwachsener Mann mehr im Außen orientiert als bei uns selbst. Das heißt, uns selbst liebevoll wahrzunehmen, unseren Körper wahrzunehmen und solche Dinge. Das haben wir im Grunde genommen verlernt oder ja auch nie richtig beigebracht bekommen. Und deshalb möchte ich heute Morgen mit dir mal darüber sprechen, wie du es dir jetzt wieder aneignen kannst, dich selbst wahrzunehmen, beziehungsweise überhaupt in die Wahrnehmung zu kommen. Und ich bin ja immer ein Freund von einfachen und leichten Dingen, also leicht umzusetzbaren Dingen, die aber sehr wirkungsvoll sind. Und wir wissen eigentlich alle, auch du weißt das, wo deine Wahrnehmung hockt, nämlich im Bauch. Du kennst den Spruch, hätte ich doch nur auf meinen Bauch gehört. Wir sind hier so sehr verstandesmäßig einfach orientiert, im sogenannten Beta-Zustand, im Außen orientiert. Und das sind dann so die Dinge, die wir uns im Leben kreieren, wo der Bauch was anderes sagt als der Kopf, aber wir lauschen auf den Kopf, weil wir voller Zweifel sind, voller Selbstzweifel, weil wir uns eben selbst ja nicht trauen, weil wir ein mangelndes Vertrauen in uns selbst haben. Und da möchte ich dich heute mal dazu einladen, dieser einfachen Übung, dich darin zu üben, mal wieder in deine Wahrnehmung zu kommen. Zum Thema Vertrauen wird es dann im Laufe der Challenge hier noch weitere Anleitungen und Übungen von mir geben. Heute soll es jetzt erstmal darum gehen, wir gehen Schritt für Schritt in kleinen Schritten hier vor, dass du mal wieder ja, etwas machst, um mehr in deine Wahrnehmung zu kommen. Und ein kleiner Ausflug dazu, so als befruchtete Eizelle, die Eizelle, die teilt sich ja erst einmal, dann zweimal, viermal, achtmal und so weiter. Und die erste Teilung, das habe ich mal irgendwo gelesen, ist wohl so, dass aus dem einen Bereich der Kopf, das Gehirn entsteht und das andere entwickelt sich, aus dem anderen Bereich entwickelt sich unser sogenanntes Bauchgehirn. Und in unserem Bauch, da sitzt einfach unsere Wahrnehmung. Das, was wir uns selbst ausmacht, das, was wir selbst eigentlich wollen vom Leben. Da hockt das, wo wir dahinter steigen, uns selbst wahrzunehmen, aber eben auch die Themen, die sich dahinter verbergen, was unseren Seelenplan ausmacht. Und wenn du da mit dir noch am Hapern bist, noch ein bisschen auf der Suche bist. Und das ist ja auch unter anderem mit der Grund, warum du hier in der Gruppe bist. Da geht es ja darum, deinen Seelenplan zu entdecken und ihn letzten Endes auch zu leben. Dann lade ich dich jetzt mal dazu ein, mit mir gemeinsam, das machen wir erstmal gemeinsam und dann kannst du es heute tagsüber immer mal wieder machen, die Augen zu schließen, eine bequeme Sitzhaltung einzunehmen, sofern du sitzt oder wenn du stehst, dann nimm eine bequeme Haltung ein. Nimm Kontakt über deine Füße zu Mutter Erde auf, die dich nährt und trägt.
Und atme mal einige Male durch den Mund wiederum ganz tief aus. Lass die Schultern sinken. Lass dich in deinen Körper sinken. Und noch einmal. Und lass dann deinen Atemstrom durch die Nase ganz leicht und frei ein- und ausströmen. Beobachte mal für einen Moment deinen Atemstrom. Und vielleicht kannst du auch wahrnehmen, wie Ruhe einkehrt. Wie Frieden sich bemerkbar macht, wie so eine Stille sich bemerkbar macht. Trotz Außengeräusche ist Stille da, nimm das mal wahr. Und genieße mal den Augenblick. Genieße mal dein Sein und dein Atmen. Und genieße mal, wie es weiter nichts zu tun gibt, als einfach nur da zu sein. In diesem Augenblick, in diesem Moment, der in jedem Moment schon wieder ein neuer ist. Und dann lade ich dich ein, mal deine linke Hand zu nehmen und die auf dein Bauchchakra zu legen, auf dein Solarplexus. Das ist eine Handbreit über dem Bauchnabel. Leg da deine linke Hand mal auf. Und stell dir jetzt vor, wie dein Atemstrom über diesen Bereich ein- und ausströmt. Einfach vorstellen, wie es wäre, wenn dein Atemstrom jetzt über diesen Bereich ein- und ausströmt. Dein Atemstrom fließt über dein Bauchchakra ein und aus. Und während du das so machst, kannst du Fragen stellen. Zum Beispiel, Körper, was brauchst du jetzt in diesem Moment? Oder auch, was will ich selbst jetzt eigentlich wirklich? Und dann auf Antworten lauschen. Wie soll mein Tag heute sein? Wie möchte ich meinen Tag heute gestalten? Was darf mich heute begleiten an Emotionen, an Gefühlen? Wie will ich es haben heute? Wie will ich selbst es heute wirklich haben? Und dann bleib in deiner Wahrnehmung, lass den Atemstrom über dein Bauchchakra ein- und ausströmen. Und lass ganz einfach Impulse zu, die da in dein Bewusstsein kommen. Körper, was brauchst du? Körper, was möchtest du jetzt? Was will ich selbst eigentlich wirklich? Wie darf mein Tag heute sein? Welche wunderbaren Emotionen möchte ich heute in mein Leben lassen, die mich begleiten? Welche Impulse möchte ich heute zulassen für meinen weiteren Lebensweg, für mein ideales Leben, das mir selbst wirklich entspricht oder das wirklich mir selbst entspricht? Dein Atemstrom fließt währenddessen ganz leicht und frei durch dein Solarplexus ein und aus und du bist so ganz bei dir und in deiner Wahrnehmung. Sei mal ganz neugierig, was da an Impulsen kommt.
Erlaube dir, diese Impulse auch zuzulassen und anzunehmen. Sehr schön. Und dann nimm einen tiefen Atemzug. Und mit dem Ausatmen öffnest du wieder deine Augen und kommst wieder ganz im Hier und im Jetzt an. Willkommen zurück. Ja, und das ist etwas, was du immer wieder tagsüber machen kannst. Du musst nicht diese Fragen in der Reihenfolge stellen. Das sind jetzt einfach solche Fragen, die mir ins Bewusstsein gekommen sind, die ich dir jetzt so mit auf den Weg gebe. Stell am besten nur eine Frage und nimm dann einfach mal wahr. Und das sind so Dinge, die Bauchatmung, du musst es auch noch nicht mal immer mit Fragen kombinieren. Tagsüber, egal was du machst, egal mit wem du zusammen bist, wo du hockst oder ob du Auto fährst oder ob du am Arbeitsplatz hockst, immer wieder vorstellen, wie dein Atemstrom über dein Solarplexus, über dein Bauchchakra ein- und ausströmt, so übst du dich immer und immer wieder darin, bei dir zu sein, in deiner Wahrnehmung zu sein, deine wahren Wünsche, dein wahres Selbst wahrzunehmen, die Dinge wahrzunehmen, die in dir sind. Und wenn du das dann noch kombinierst mit Fragen, dann sei einfach ganz neugierig, wie so ein Kätzchen, das vor Mauseloch hockt. Ganz neugierig, wann kommt das Mäuschen da raus? Und dann nimm einfach mal wahr, was da an Impulsen, an Gedanken, an Ideen, vielleicht auch an Bildern in dein Bewusstsein kommt. Geh da völlig ohne Bewertung, ohne Beurteilung und ohne Erwartungshaltung ran. Wenn nichts kommt, dann nimm wahr, dass nichts kommt und dann einfach nochmal in die Wahrnehmung weitergehen. Du wirst da immer mehr und mehr bei dir selbst ankommen, in deiner Wahrnehmung sein und immer mehr und mehr präzisere Informationen bekommen. Das kann ich dir versprechen. Und was natürlich sehr hilfreich ist, wenn du Fragen stellst, dass du dir die Antworten auch aufschreibst. Vor allem, wenn du Fragen stellst, wie will ich heute meinen Tag haben? Welche Emotionen sollen heute mich begleiten in erster Linie? Wie darf genau meine Zukunft ausschauen? Also das sind Dinge, da solltest du dir wirklich unbedingt Notizen zu machen, weil der Denker, der Verstand, der ist so kreativ, er lässt es dich vergessen und dann bist du wieder nach kurzer Zeit zurück im Schneckenhaus. Um es mal so auszudrücken, also das ist ganz wichtig. Ja, schreibt mir doch gerne mal noch hier ins Kommentarfeld rein, was jetzt eure, was deine Erfahrungen waren, jetzt mit dieser paar Minuten Bauchatmung, wie es dir dabei geht. Und ich sehe hier jetzt gerade auch die Evelyn, die hat was geschrieben. Ich sehe und erlebe dies mit Kindern jeden Tag, die ich in der Kita habe und freue mich sehr an deren Spontanität. Genau, ich glaube, ich muss mir eine neue Brille mal anschaffen. Oder mal mehr Augenübungen machen, dass ich mal meine Brille endgültig ad acta legen kann. Ja, sehr gut, liebe Evelyn. Danke für den Beitrag. Da fällt mir auch noch ein Satz dazu ein, zum Bewerten und Beurteilen. Und das kannst du, liebe Evelyn, und diejenigen von euch, die vielleicht auch in einer Kindertagesstätte arbeiten, vielleicht noch am besten wahrnehmen, aber auch wenn du nicht in dem Bereich arbeitest, kannst du es dir vorstellen. Vielleicht mal kurz die Augen schließen und dann stellst du dir mal vor, du stehst mitten in einer Gruppe von erwachsenen Personen. Du stehst mitten in einer Gruppe von erwachsenen Personen. Atme mal und nimm mal wahr, wie es dir dabei geht. Vielleicht schauen diese erwachsenen Personen dich auch an. Stell dir vor, du stehst so im Kreis von erwachsenen Personen und die schauen dich an. Lass die Augen geschlossen, atme und nimm mal wahr, wie es dir dabei geht. Einfach nur mal wahrnehmen. Hast du da eher ein behagliches oder eher ein unbehagliches Gefühl? Lausch dem ersten Impuls. Okay.
Und dann lade ich dich ein, dir mal vorzustellen, mit geschlossenen Augen, du stehst in einer Gruppe von Kindern, in einer Gruppe von 3- bis 5-Jährigen. Stell dir das einfach mal vor, du stehst da, die Kinder sind um dich herum, vielleicht stehst du, kniest du auch da, damit du auf Augenhöhe mit den Kindern bist, rein vom Körper her bist du ja größer, stell dir vor, du kniest, dass du so ein bisschen auf Augenhöhe mit diesen Kindern bist. Und da, du stehst in der Mitte und die Kinder schauen dich an. Wie fühlst du dich da? Eher behaglich oder eher unbehaglich? Lausch wiederum dem ersten Impuls. Sehr gut. Und dann öffne nochmal die Augen. Welche Erfahrungen hast du gemacht? Schreib's gerne mal ins Kommentarfeld rein. Also ich vermute mal, und so ging es mir, der erste Impuls, in einer Gruppe von Erwachsenen in der Mitte zu stehen und mich beobachtet zu sehen, angeschaut zu sehen, das ist eher so ein bisschen unbehagliches Gefühl. Und in einer Gruppe von Kindern zu stehen und sich angeschaut zu fühlen, ist eher ein behagliches Gefühl. Ich kann mir vorstellen, dass es dir genauso gegangen ist und ich erzähle dir auch gerne, warum. Sobald wir, spätestens in der Schule fängt das an auch, lernen wir zu bewerten und zu beurteilen. Das ist gut, das ist schlecht, das ist böse, das ist nicht böse, das ist lieb, was auch immer. Und wir bewerten nicht nur und beurteilen nicht nur uns selbst, sondern auch alles im Außen, an Dingen, an Gegenständen, an Situationen, an Personen. Und mit diesem Bewerten und Beurteilen erschaffen wir natürlich auch unsere Realität, aber darauf wollte ich jetzt nicht hinaus. Kinder, und das hast du, das haben wir alle als Kinder auch gemacht, wir haben bewertungsfrei ins Leben geschaut. Es war alles möglich, wir konnten alles entdecken, wir haben alles ganz neutral angesehen. Bis eben, ja, diese vielen Schleier über uns gelegt wurden. Und das ist der Grund, warum du dich wahrscheinlich in einer Gruppe von Kindern eher wohlgefühlt hast, als die dich angeschaut haben, weil die dich bewertungsfrei angeschaut haben. Und das ist der Grund, was uns daran ebenso fasziniert, wenn wir mit Kindern zusammen sind. Bei Kindern ist es viel leichter, ganz genau. Ja, schreibt die Evelyn, die Übung ist super, sich mit seiner Mitte in Verbindung zu bringen. Freude, Spaß, Leichtigkeit kommt so schön auf. Ganz genau, liebe Evelyn. Danke für den Beitrag. Ja, schreibt mir doch gerne noch rein, wie das jetzt war, wie du dich gefühlt hast in einer Gruppe von Kindern, in einer Gruppe von Erwachsenen, ob du da auch das teilen kannst, wie es mir dabei geht, wie es den meisten eigentlich dabei geht, was ich eben so erläutert habe. Hilke schreibt, bei mir war es eher umgekehrt. Du hast dich bei Kindern unwohl gefühlt und bei Erwachsenen wohler gefühlt. Das ist sehr interessant. Dann hast du da wohl ganz andere Erfahrungen gemacht in deiner Kindheit. Vielleicht gab es in deiner Kindheit Erfahrungen, wo du als Kind dich als Außenseiter gefühlt hast. Vielleicht im Kindergarten oder auch später in der Schule und da Erfahrungen gemacht hast, dass Kinder dich ausgeschlossen haben beim Spielen oder solche Dinge. Ich meine, jeder macht ja solche Erfahrungen von uns, aber jeder hat da andere Prägungen, die er dann in der Richtung anlegt. Und das könnte sein. Füll da in der Richtung mal hinein, Hilke. Vielleicht hast du in der Richtung viele Erfahrungen als Kind gemacht, dass du Außenseiter warst. Oder ja, vielleicht auch mit Geschwistern oder sowas. Das könnte ich mir vorstellen, dass das so der Grund ist. Ja? Okay, also, meine Liebe, ihr Lieben, denkt heute an die Bauchatmung, atmet so oft wie möglich jedes Mal, wenn du dann denkst, über dein Bauchchakra ein und aus. Stell dir vor, wie dein Atemstrom
über dein Bauchchakra ein- und ausströmt. Und übe dich so darin, immer mehr und mehr in deine Wahrnehmung zu kommen, damit du in Zukunft immer mehr und öfter sagen kannst, Gott sei Dank habe ich auf meinen Bauch gehört und nicht auf meinen Kopf hier. So, jetzt schaue ich mal noch, was die Hilke hier schreibt. Genau, ich habe mich als Kind sehr viele Jahre als Außenseiter gefühlt. Ja, liebe Hilke, das ist dann der Grund, warum das bei dir jetzt eben umgekehrt war. Dann hast du andere Erfahrungen gemacht. Genau. Aber daran bitte ist nichts richtig oder nichts falsch. Es ist alles so, wie es ist. Es darf alles sein. Es hat alles seine gleiche Gültigkeit. Ja? Evelyn, mein Körper hat mir jetzt eine Auszeit verordnet. Ich bin krank und habe nun entschlossen, endlich auf meine innere Stimme zu hören und mir Ruhe zu erlauben. Ich werde alleine eine Woche irgendwo Urlaub. Mehr kann ich jetzt nicht lesen. Es wird zwar noch mir mehr angezeigt, aber das geht ja jetzt nicht, dass ich es mir anzeigen lasse. Werde ich mir nachher anschauen. Aber Evelyn, lass dich dafür feiern. Erkenn dich dafür an, für diese Erkenntnis, die du jetzt gerade bekommen hast, auch, die wahrscheinlich schon ein bisschen länger in dir gegärt hat, in dir rumort hat. Erkenn dich dafür an, was für eine großartige Entscheidung du jetzt getroffen hast, zu dir zu stehen, dich an erste Stelle zu setzen und auf deinen Körper zu lauschen und das zu machen, was dein Körper jetzt braucht. Ganz groß. Ich würde jetzt hier gerne applaudieren. Aber ich habe in der einen Hand das Handy, das fällt dann auf den Boden. Deshalb stell dir einen riesen Applaus vor, ein ganz, ganz großes Daumen hoch. Mach das. Lass es dir gut gehen, lausch auf deinen Körper und überhaupt an jeden von euch. Körper, was brauchst du jetzt? Das ist eine ganz wichtige Frage, die du dir auch heute und nicht nur heute immer wieder stellen kannst, auch in Verbindung mit der Bauchatmung. Also, ich drücke euch alle ganz lieb. Schick euch einen großen Kuss, habt einen wunderbaren Tag, viel Freude bei den Erkenntnissen mit der Bauchatmung und wir sehen uns morgen früh nochmal in alter Frische. Bis dahin, ciao! Und jetzt sind wir wieder so arg miteinander verbunden, wie das gestern auch schon der Fall war, dass ich hier auf Beenden drücke, aber ich mich nicht von euch trennen kann. Bis dahin, ciao!